Erstes Thema. Es geht um virtuelle Services. Das sind ja die Dienste, die auf dem Load Balancer gehostet werden, um eure Applikation, was auch immer das für Applikationen sind, entsprechend für eure Clients auch zur Verfügung zu stellen. Und wie der Name SubVS schon sagt, ist das ja ein Unterverzeichnis unter einem virtuellen Service. Macht eigentlich nur Sinn, hauptsächlich Sinn für webbasierte Services. Ja, für einen normalen Generic-Service, ja, kann man es verwenden, aber da man keine Content-Regeln benutzen kann, ist es dann halt ein bisschen eingeschränkt. Aber für einen Web-Service hat man da die meisten Optionen mit. Was ist erstmal wichtig? Ich glaube, da habe ich eine doppelte Folie oder sowas ähnliches, steht nachher auch nochmal drauf. Also erstmal sind diese Sub-VSs natürlich hinter einem normalen Hauptservice versteckt. Das heißt, alle Einstellungen, die ich im Hauptservice treffe, die gelten auch für alle Sub-VSs, die hinter diesem Hauptservice stehen. Nehmen wir ein schönes Beispiel. Ich entscheide im Hauptservice, dass wir SSL anhaben und SSL wieder verschlüsseln. Dann gilt das für alle Sub-VSs, die ich dahinter habe. Ich kann nicht sagen, der eine Sub-VS macht eine Wiederverschlüsselung, der andere nicht. Also alle Einstellungen auf dem Hauptservice gelten für alle dahinterliegenden Subservices auch. Oh, Ton weg. Kann das noch jemand anders bestätigen, dass man mich nicht hören kann? Ich höre dich. Okay. Ja, Christian, dann ist es nur bei dir. Also gut, dann alles top. Okay, nee, dann Christian, guck mal deine Audio-Settings durch. Dann ist das bei dir. Okay, also alles ab wie erstes haben entsprechend die Settings des Hauptservices drunter. Wofür brauche ich denn dann Sub-VSs? Naja, man kann zum Beispiel bei einer Applikation, die ein bisschen komplizierter ist, ich meine, das goldene Beispiel ist ja immer Exchange an der Stelle, wo man verschiedene Unterverzeichnisse hat, wie OVA, EWS und so weiter, kann man natürlich anhand der Directory eine Unterscheidung treffen und damit natürlich für jedes einzelne Unterverzeichnis einen eigenen Health-Check machen. Ne, das ist natürlich schon eine schöne Sache, dass ich nicht nur den Autodiscover checke, ne, und dann entsprechend auch mitkriege, wenn in einem Unterverzeichnis mal was nicht stimmt, anstelle von einem Health-Check für die gesamte Geschichte. Genau. Das Schöne ist, ich kann so eine Sub-VS anhand von Content-Regeln, kann ich quasi Regeln angeben und sagen, nur Traffic, der diesen Regeln entspricht, darf da entsprechend rein. Kommt Traffic, der die Regeln nicht Also der dann den Regeln nicht entspricht, dann wird das automatisch auch nicht weitergeleitet und quasi blockiert. Man hat aber auch die Möglichkeit, so eine Sub-VSs mit den Scheduling-Methoden zu bedienen. Also ihr könnt Round Robin verwenden. Ich habe das zwar heute Morgen nochmal getestet. Also in der blöden LTSF-Version, ihr wisst ja, ich bin kein Freund davon, aber also in der LTSF-Version, da geht das mal wieder nicht. Ich muss nur wieder das Bügeleisen rausholen und den Entwicklern die Hände bügeln. Aber in der GA-Version funktioniert das auch ordentlich. Also das zeige ich nachher auch. Ihr könnt zwischen so einem Sub-VS auch Round Robin benutzen. Gar kein Problem. Ich hatte mal einen Use Case, da wollte jemand auf eine Datenbank gehen und anhand des ReServer-Ports wurde quasi festgelegt, wie weit zurück diese Datenbank geht. Also man konnte da in verschiedene Zeiten zurückspringen. So, das heißt, der erste Sub-VS, der hatte das höchste Gewicht. Wir haben mit Fixed Waiting gearbeitet. Der hatte also den Port, wo man quasi aktuelle Sachen drin hatte. Und dann gab es einen anderen, der hatte nur 800 als Gewicht, der kam also quasi als nächster. Da war ein Port hinter und ist dann eine Woche zurückgegangen in der Datenbank. Und dann hat man noch drei weitere, man konnte also nachher ein halbes Jahr zurückgehen in der Datenbank auf die Stand. War irgendwie ganz interessant. Und da hat man natürlich mit den Sub-VS und gar nicht mit Content-Regeln gearbeitet, sondern einzeln einfach nur mit der Scheduling-Methode und anhand des Gewichts konnte man quasi sagen, wo die Reise hingeht. Und wenn man dann gesagt hat, okay, wir haben jetzt in unserem Hauptdings ein Problem, wir müssen jetzt die Datenbank auf eine Woche zurückstellen, dann wurde quasi die Haupt-Sub-VS deaktiviert. Damit ist quasi das höchste Gewicht weg gewesen und die 800 war dann das höchste Gewicht und somit konnte man also in die Vergangenheit quasi springen mit seiner Applikation. War ganz interessant und ein schönes Beispiel dafür, dass man halt auch Scheduling-Methoden für die Sub-VSs benutzen kann und nicht zwangsläufig Content-Regeln hinlegen muss. Okay, also nochmal wichtig, alle Settings, die ich im Hauptservice treffe,
gelten für alle Sub-VSs dahinter. Wenn ich also Content-Modifizierungsregeln im Haupt-VS anlege, dann gilt das für alle Sub-VSs dahinter auch. Aber Einstellungen, die ich nur in einer Sub-VS treffe, die gilt auch nur in dieser einen Sub-VS. Ne? Also das betrifft ESP, das betrifft WAF, das betrifft Content-Regeln. Alles, was ich innerhalb der Sub-VS mache, gilt auch nur innerhalb der Sub-VS. Und davon sind andere Sub-VS nicht betroffen. Gut. Dann habe ich hier mal so ein Beispiel. Das ist wieder der Klassiker mit OVA. Ich habe also eine Sub-VS, die hat auch eine eigene Nummer. Und wenn man jetzt per API mal zugreifen will, die hat natürlich auch eine eigene virtuelle Service-ID. Ja, nur dass es eine Sub-VS ist, die hat trotzdem eine eigentliche virtuelle Service-ID. Und mit dieser ID kann ich sie dann auch ansprechen, um hier drinne per API auch Änderungen vonstatten zu machen. Denn per API, falls ihr euch damit mal beschäftigt habt, habt ihr den Service, den Port und das Protokoll. Damit kommt ihr immer auf den Hauptservice. Damit habt ihr aber nicht die Möglichkeit, in Sub-VSs zu gehen. Aber anhand der ID, wenn man den Service mit einer ID anspricht, könnt ihr auch in Sub-VSs hüpfen. Was ist der Unterschied? Also erstmal habt ihr alle Möglichkeiten, die ihr im Hauptservice habt, auch im Sub-VS, außer ihr habt keine ACLs im Sub-VS, die passieren ja schon auf dem Hauptservice, und ihr habt keine SSL-Einstellungen, weil die auch auf dem Hauptservice passieren. Aber alles andere könnt ihr im Sub-VS nochmal machen. Also theoretisch wäre man in der Lage, WAF auf dem Hauptservice zu machen und nochmal ein anderes WAF mit anderen Einstellungen im Sub-VS. Das geht. Auch mit ESP, also da kann man alles separat nochmal extra einstellen. Was ihr auch machen könnt, falls nötig von eurer Applikation, man kann auch eine Persistenz teilen über andere Sub-VSs. Also das geht auch. Wichtig ist, dass natürlich die Einstellung der Persistenz, also welche, an was ihr guckt, zum Beispiel Source-IP und für welchen Zeitraum, das muss natürlich identisch sein. Und dann kann man hier in den globalen Einstellungen, also in den L7-Config unter Miscellaneous findet ihr das, da könnt ihr entsprechend ein Häkchen setzen, dass die Sub-VS, hier unten sieht man das jetzt, Zeile 3 von unten, dass die Sub-VS geteilt wird. Das heißt, nur ein Beispiel, wenn ich im Autodiscover auf Exchange Server 4 komme, kann ich dafür sorgen, dass ich dann auch mit MAPI auf Exchange Server 4 lande und nicht auf Exchange Server 3. Das ist damit ja gemeint. Und damit kann man also auch über die verschiedenen Sub-VS entsprechend eine Persistenz setzen. Ist heutzutage bei Exchange 2016, 2019 nicht mehr nötig. Bei Exchange 2010 war das noch so. Aber andere Applikationen brauchen das eventuell und dann wisst ihr, dass es das gibt. Dann habe ich euch zu den Sub-VS natürlich auch noch mal ein bisschen was an Links dazu gepackt, was so unsere Knowledge Base hergibt und auch noch mal eine kleine Wiederholung aus so einem Knowledge Base. Also die Advantages für so einen Sub-VS ist natürlich, dass sie unter dem Haupt-VS hängen, das heißt unter einer IP. Ich kann also zum Beispiel unter einer IP verschiedene Host-Namen natürlich auch zusammenfassen und sagen, ich habe eine Landingpage und löse verschiedene Hostnamen auf verschiedene Ziele. Und das kann ich natürlich wunderschön mit einem Sub-VS regeln. Ne? Ich kann auch die Anzahl von IP-Adressen natürlich minimieren für Sachen wie Lync oder Exchange, indem ich die einzelnen Unterverzeichnisse nicht per Hostname quasi separiere, sondern innerhalb von einem Service in Sub-VS unterteile, so wie es bei unserem Exchange-Template der Fall ist. Auch wichtig, Sub-VSs sind immer transparent unter dem Hauptservice. Das heißt, im Sub-VS habt ihr auch wirklich noch die Client-IP drin. Wenn ihr also im Sub-VS nachher sagt, ich möchte jetzt den X-Forwarded vorher da rausschicken, dann wird dort auch die originale Client-IP, die vorne ursprünglich in den Hauptservice reingekommen ist, auch weitergegeben. Wenn es ein Sub-VS ist, der offloaded ist und ihr geht nach hinten unverschlüsselt weiter, könnt ihr auch mit Transparenz arbeiten und dann würde euer Server auch die originale Client-IP-Adresse sehen. Also auch das ist alles drin. Dann hat man natürlich verschiedenste Möglichkeiten, die Sub-VS einzeln anzusprechen oder zu limitieren, welcher Verkehr da rein kann. Also entweder über Content-Regeln oder entsprechend auch über die Schedule-Methoden, wann welches Sub-VS aufgerufen wird. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, über Content-Switching und mit Persistenz auch auf demselben Sub-VS zu bleiben oder entsprechend per Regeln.
Und so habt ihr die Möglichkeit, auch spezifisch verschiedene Health-Checks hinter einem virtuellen Service zu machen, dann auf die verschiedenen Systeme, die ihr dahinter habt. So, und dann bin ich natürlich auch schon mal bei einem bisschen Demo. Ich wollte ein paar Services zusammenbauen, euch das mal zeigen mit den Scheduling-Methoden, mit einer Content-Regel und auch mit Redirect. Und dann würde ich sagen, machen wir das auch einfach gleich. So, jetzt ist natürlich mein Lab schon wieder eingeschlafen. Du Schlafmütze. Sekunde. Ja, du bist wirklich eingeschlafen. Also nochmal, komm. Aufwachen. Sleepyhead. Und hier bist du auch eingeschlafen. Also heute ist was los. Gut. Also mein Hauptservice. Ich sagte ja vorhin schon, ich bin kein Fan von LTSF, also GA-Version. Nichtsdestotrotz, ich habe auch einen alten hier, aber das, nein, nein. Wir wollen ja Sachen zeigen, die funktionieren. So, was haben wir denn jetzt? Nur um es mal an Beispielen auch zu haften. Ich habe hier einen, den kennt ihr vielleicht alle von dem Zweitageskurs, den die ADN ja macht, Dennis bei euch, oder vielleicht habt ihr den auch mit mir gemacht. Hier wurden ja Sub-VSs angelegt und halt, hier ist es, bin gleich mit dem Falschen gegangen, und mit Regeln wird jetzt zugewiesen, wann welcher Traffic dahin soll. Kann man ja mal gucken. Hier wird also slash intra, da gucken wir also nach einer Directory. Wenn also mit Intra geht der Verkehr hier rein, oder wenn der Referrer Intra da ist, warum ist der da drin? Das liegt daran, Favicon und Logo und so weiter wird aufgerufen, ohne dass das Slash Intra kommt, und das soll ja trotzdem hier rein. Ich wollte keine Default-Regel anhängen. Also da die erste Seite, die Index.php, hier über Intra aufgerufen wird, werden natürlich alle Anfragen, die diese Webseite haben will, mit einem Referrer versehen. Und so kann ich jetzt ganz clever dafür sorgen, wenn der Referrer kommt, dann darfst du natürlich Favicon und Logos auch mit aufrufen. Daher sind beide Regeln hier drin. Nur dieser Verkehr darf dort hinein. Und hier unten, da habe ich mal gespielt mit Default auch, das ist okay. Ist dieselbe Geschichte. Extra und entsprechend dieser Referrer, der dann auch extra guckt. So, wenn ich jetzt keine Default hätte, würde ich mit einer IP-Adresse nicht reinkommen können. Ich komme auch mit Root-Only nicht rein, ne? Also das sind alle Sachen, da würde ich nicht hineinkommen. Mit der Default-Regel wird natürlich alles weggefischt, was nicht durch andere Regeln vorher definiert war. Das sind Oder-Verknüpfungen. Das heißt, diese Regeln sind jetzt hier nicht so, dass das eine Und-Verknüpfung ist, sondern immer nur eine dieser Regeln muss getriggert werden, dann darf ich da hinein. So, nichtsdestotrotz, Und-Verknüpfung haben wir alles schon mal mit den Content-Switching-Webinaren gemacht. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das müsst ihr wissen mit Flags, wie man das machen kann, und auch mit zeitlicher Abfolge habe ich alles schon mal erklärt. Bleibe ich also hier bei den Match-Regeln, die mir sagen, wann darf welcher Traffic wohin. Das sind Oder-Verknüpfungen. Gut, das ist also ein Beispiel, Sub-VS mit Directory-Level. Ja, können wir auch gerne mal aufrufen. Hier ist mein Hostname dazu. Das ist ein 80er-Service, schön. Also Hostname mit Intra. Und dann sollte ich auch auf meine Webseite kommen mit Intra entsprechend. Man sieht das, ich habe ein Favicon, ich habe ein Logo, alles ist geladen und ich sehe meine Anfrage an der Stelle auf webprogressdemo.com. Hier sogar mit Root liegt daran, dass im Sub-VS nochmal eine Regel kommt, die das Intra wegschneidet und Root draus macht, aber das ist ein anderes Thema. Gut, das also zum ersten Beispiel. Gucken wir uns ein anderes Beispiel an. Und zwar habe ich hier für heute Morgen gerade, weil ich noch mit einem anderen Kunden gesprochen habe, Technical Camping Magic of Sub-VS, kommt euch ja bestimmt bekannt vor, ist das Thema für heute, habe ich hier einen Sub-VS mal gebaut. Und das können wir jetzt mal schön demonstrieren. Ich nehme mal die ganzen Content-Regeln weg. Wir haben jetzt also keine Content-Regel mehr hier, die sagt, wann welcher Traffic kommen soll. Was ist der Effekt, der da jetzt rauskommt? Ich habe
Na? Ha. Magic. Buchistimo.com. Halt. Ja. Das passiert, wenn man Sachen demonstriert und dann nicht zurückgeht. Okay. Jetzt sollte es aber funktionieren. So, ich kriege jetzt also einmal den 8088 und wenn ich jetzt einen Refresh mache, seht ihr, komme ich auf den 8080. Das ist jetzt das, was ich vorhin meinte. Ich habe keine Content-Regeln dran. Ich mache jetzt einen Round Robin zwischen den beiden. Ne? So, das war jetzt App 1. Wenn ich jetzt wieder einen Refresh mache, kommt wieder die grüne. Jetzt kommt wieder die gelbe. Aber ich bin jetzt bei App 2. Also ich habe wirklich einen Round Robin zwischen den beiden Sub-WSen. Und weil da zwei Server dahinter liegen, antwortet erst der erste, dann antwortet aus der anderen Sub-WS der erste, dann kommt der zweite aus der ersten Sub-WS und dann kommt der zweite aus der zweiten Sub-WS. Genau das ist das, was jetzt hier auch passiert. Ich mache also ein Round Robin zwischen diesen beiden Sub-WSen, weil das entsprechend meine Scheduled-Methode ist. Wenn ich später hier Content-Regeln reinpacke, dann haben die natürlich die Priorität. Hätten jetzt zwei Sub-WSs dieselbe Content-Regel, dann wäre wieder ein Round Robin dazwischen. Ne? Dann greift das wieder. Macht das Sinn? Ich hoffe, das macht Sinn. Gut, also das ist auch eine Variante, dass man mit Sub-WSs entsprechend über die Scheduling-Methoden natürlich dann sagt, wann geht das wohin. So, und jetzt kommen wir zur dritten Variante. Ich mache also wieder die Regeln an. Habe hier jetzt eine Regel drin, die sagt, ich möchte mit diesem Hostnamen kommen. Komme ich mit was anderem, dann, ne, also ich möchte mit diesem Hostnamen kommen, der setzt jetzt eine Flagge. Und ich lege jetzt, muss ich nochmal anmachen, ich lege jetzt eine Regel fest, die sagt, jawohl, hier ist jetzt mein User Agent. Ja, der heißt Firefox, ist aber eigentlich Edge, weil ich kein Firefox hier drauf habe. Also ihr seht, das ist Edge. Wenn also Flagge 1 da ist, dann soll diese Regel getriggert werden, ob derjenige mit Edge kommt. Kommst du mit einem anderen Browser, gilt die Regel nicht. So. Ich komme also in den ersten rein, wenn ich den richtigen Hostname nehme und den richtigen Browser. Das hätte jetzt auch eine andere Kombination sein können, ist jetzt rein symbolisch. Und hier unten packe ich jetzt eine Default-Regel rein. Warum mache ich das? Ja, ganz simpel. Ich möchte, dass für meinen Produktionstraffic diese beiden Sachen gegeben sind und nur dann darf der Traffic auch wirklich weiter an meinen Server. Für alle anderen Situationen, deshalb die Default-Regel, für alle anderen Situationen, die nicht meiner beiden Kombinationen quasi entsprechen, möchte ich, dass das zweite Sub-WS aufgerufen wird. Und hier habe ich jetzt gar keinen Server dahinter, so wie eben, sondern hier gibt es jetzt einen Redirect auf die Camp-Webseite. Denn meine Anfrage für meine spezifische Applikation oder meine spezifische Webseite wurde nicht erfüllt. Damit hat derjenige kein Recht, auf diesen Server zuzugreifen und wird natürlich auf meine Firmenwebseite umgeleitet. Bumm, ganz simpel. Und das können wir jetzt nochmal aufrufen. Ich komme jetzt vom Chrome, wie ihr hier seht. Ich habe den richtigen Hostnamen, aber ich darf nicht mehr auf meinen Webserver gehen. Es wird eiskalt auf die Camp-Seite umgelenkt. Komme ich aber vom Edge mit meinem richtigen Hostnamen. Wir können es ja sogar mal zeigen, dass selbst vom Edge ohne richtigen Hostnamen, dass es auch nicht geht. Moment, das ist die 125. Also ich greife mal ohne Hostnamen zu. Die 10.0.0.125. Erfülle ich auch nicht beide Regeln, sondern nur eine davon, werde ich immer noch auf die normale Camp-Seite umgelenkt. Aber komme ich mit der Kombination richtiger Browser und richtigen Hostnamen, komme ich nachher auch auf meinen Server und wenn ich natürlich dann einen Refresh mache, komme ich auch auf den anderen Server, also beide Server in dem Sub-WS funktionieren einwandfrei. Aber ich habe die Bedingungen davor geknallt. Und mit der Default-Regel fische ich jetzt alles weg, was meine Bedingungen entsprechend nicht erfüllt. Und damit kann man Leute natürlich auch wunderschön ins Nirvana schicken und jemand, der euch potenziell was Böses will, schön viele Kopfschmerzen bereiten. Toll. Ich finde das toll. Magie. Gut. Habt ihr zu den Sub-WSen noch
Fragen. Seid heute recht still. Scheint nicht so. Okay. Na gut, wer weiß, vielleicht kommen ja noch welche. Machen wir einfach mal weiter. Wir haben ja noch ein paar Folien. Dann springe ich einfach mal weiter. Edge Security Pack. Kurz ESP. Und heute wollten wir uns ja die Authentifizierungsoption nochmal angucken. Also, was haben wir? Ursprünglich wurde es alles entwickelt als Single Sign-On-Lösung. Das macht es ja immer noch. Hier steht zwar immer noch TMG Replacement und ja, zum Teil haben wir das auch geschafft. Nie komplett, aber zum Teil ja. Es ist also das Modul für die Pre-Authentifizierung. Es erlaubt euch ein Single Sign-On für eure Applikation, dass man sich nicht permanent neu einloggen muss. Und den Reverse Proxy, den haben wir ja als Load Balancer schon mit eingebaut. Wie funktioniert jetzt die Zauberei? Also, der Traffic von eurem Client springt zum Load Balancer, zu dem Service, den ihr gebaut habt. Ob jetzt Hauptservice, Only oder mit Subvs, es ist immer dahingesprungen. Der Client ruft den Dienst auf den Load Balancer auf. Jetzt kommt natürlich der Load Balancer an und sagt, hey, hier ist ESP an, ich muss jetzt deinen Aufruf erstmal checken. Ich check erstmal, ob du mit dem richtigen Hostnamen kommst. Kommst du mit was anderem als das, was hier in meiner Erlaubliste steht, kriegst du schon mal einen 403 und wirst abgelehnt, egal wie dein Request aussieht. Wenn du mit dem richtigen Hostnamen kommst, dann checke ich natürlich, ob deine Directory, die du angefragt hast, auch mit der, die hier in der Erlaubliste drin steht, übereinstimmt. Und wenn das nicht der Fall ist, kriegst du wieder ein 403 und wirst abgelehnt. Boom. Wenn jetzt Form-Based aktiviert ist oder generell ESP aktiviert ist, dieser Check quasi durch ist, fragt natürlich der Load Balancer, hey, hast du schon ein Autorisierungstoken für mich? Kann ja sein, dass der Client sich schon autorisiert hat. Dann wird wahrscheinlich der Client beim ersten Mal sagen, nö. So, und jetzt kommt genau der Punkt. Für Form-Based würde dann entsprechend die Form runterfallen. Wenn der User das nicht schon als Header mitgeschickt hat, fällt dann die Basic-Form runter. Für NTLM passiert dann natürlich diese ganze NTLM-Krempel. Bei SAML wird umgelenkt auf den SAML-Server. Für OIDC wird umgelenkt auf die Cloud. Und für Form-Based wird auch umgelenkt, und zwar zum Authentifizierungsprovider, also zu dem Auth-Proxy, kurz genannt. Wir sagen immer LM-Auth-Proxy, steht ja auch immer im Header drin. Und der bringt dann die Form-Based-Form hoch, ne, wo man Username, Passwort und eventuell auch noch einen Token eingibt, wenn der Radius dahinter steht und so weiter. Wir sammeln diese Infos ein, schicken das an den Autorisierungsprovider und der sagt zurück, jawohl, Username, Passwort stimmen überein oder deine NTLM-Challenge und deine stimmt quasi mit der Antwort, die der Client geschickt hat, auch überein. Solche Sachen. Und sobald das quasi übereinstimmt, kriegt der User einen Autorisierungstoken und die Anfrage geht nachher auch weiter zum Backend-Server. So, ich mache mal kurze Pause. Hier kam nämlich eine Frage rein. Jürgen, ich lese sie mal vor. Zu den Web-Services. Moment, jetzt kommt gleich noch eine Frage rein. Moment, eins verschoben hier. Zu den Web-Services, den du benutzt für die Demos, ist die Config, die die hilfreichen Details zeigt, öffentlich oder? Also Jürgen, das ist ein ganz normales PHP-Ding und ich kann dir die Webseite gerne auch, den Code dazu gerne auch geben. Ich finde das halt sehr toll, wenn er mir die Header alle anzeigt, weil ich damit natürlich viel sehen kann, ob meine Regeln funktionieren oder nicht. Ich habe das schon mal rumgeschickt, also gar kein Problem, kann ich dir jetzt zugänglich machen. Gar kein Ding. So, Andreas hat noch eine Frage. Funktioniert die Pre-Authentifizierung beziehungsweise für Over noch mit aktiven Extended Protection für die Exchange? Seitens Microsoft wird dies ausgeschlossen. Soweit ich weiß, funktioniert das noch, Andreas, mit Over. Weil Extended Protection ist ja krass, kannst du aktivieren. Passt jetzt nicht heute in das Thema, aber also das hat mit dem ESP nichts zu tun, sondern es geht darum, dass wir ja SSL aufmachen und wieder verschlüsseln. Damit sind wir ja Mann in der Mitte. Das ist ja mit Extended Protection eigentlich so nicht gewünscht. Aber
Wenn du das gleiche Zertifikat, was vorne vom Camp zum Client geschickt wirst, auch an deinem Server bindest, dann da wird ein Header mit kreiert vom Client, der diesen Zertifikatsnamen mit drin hat. Und wenn zwischen LoadMaster und Server derselbe Header entsteht, dann funktioniert auch dein Expanded Protection. Hat aber mit dem ESP eigentlich nichts zu tun. Aber das läuft. So, jetzt kam hier noch. Michael hat auch Interesse an dem Code. So, jetzt kam hier noch Bruno. Mit dem Teil der Token interessiert mich, gibt es das weiter erläutert? MFA. Bruno, dazu komme ich gleich. Das machen wir gleich weiter. Gut, dann haben wir die Fragen erstmal gerade gezogen. Patrick, können wir uns aufschreiben? Alle wollen die Webseite haben, den Code von meiner PHP-Webseite. Können wir teilen, habe ich kein Problem. Ist gut. So, jetzt habe ich immer erklärt, wie ESP funktioniert. Single Sign-On. Wie funktioniert der? Ich kann also mich einmal einloggen für mehrere Applikationen. Was ist dabei wichtig? Dass natürlich am Load Balancer die Client-Authentifizierungsprovider und der Server-Provider, dass die gleich sind. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht ein Single Sign-On bauen zwischen, zum Beispiel für Ova, wo ich Form-Based auf Form-Based mache. Und bei einer anderen Applikation wie SharePoint jetzt, wo zum Beispiel Form-Based auf Basic oder auf Kerberos geht, da ist kein Single Sign-On drin, weil das ist ja eine andere Geschichte. Aber wenn die Applikationen generell gleich sind, Form-Based auf Form-Based zum Beispiel, dann kann ich das für mehrere Applikationen zusammenfassen. Daher sprechen wir gerne von SSO-Gruppen. So. Was für Authentifizierungsprovider gibt es denn jetzt alles? Also wir benutzen LDAP in allen Variationen, das hatte ich auch schon in mehreren Webinaren gemacht, unverschlüsselt, verschlüsselt, Global Catalog S, was immer ihr da haben wollt. Radius, auch wenn viele sagen, um Gottes Willen, ist aber gerade für MFA immer recht gut. RSA Secure ID ist da, habe ich gar nicht so oft gesehen bis jetzt bei den Kunden. Client-Zertifikate läuft dann im Endeffekt auch über LDAP, weil die Details, User Credentials und so weiter aus dem Zertifikat dann natürlich gegen LDAP gecheckt werden. Man kann Radius und LDAP kombinieren. Das ist dann diese drei oder vier Formen Image, was man hat, wo man Username, Passwort, Token oder Username, Token, Username, Passwort entsprechend eingibt. RSA, Secure ID und LDAP gibt es auch zu kombinieren. Wie gesagt, ist selten, da ich das schon selten sehe. Wir haben die Möglichkeit, gegen ADFS mit SAML zu gehen. Man kann gegen Azure über Radius gehen, hat den Vorteil, dass ich dann mit Form-Based arbeiten kann. Das ist natürlich cool, brauche ich bei Exchange zum Beispiel nichts ändern. Aber ich habe halt den Radius wieder an der Backe. Ich kann aber auch mit OIDC direkt an den Radius gehen, wobei ich dann natürlich, der Camp hatte dann nie das Passwort, was der User hier benutzt. Dementsprechend können wir nicht mit Formbase nach hinten. Wir müssen also mit dem Kerberos-Ticket nach hinten zum Server gehen. Das ist halt der Nachteil bei OIDC. Ich kann dann nur mit Kerberos nach hinten weiter authentifizieren. Ich kann nicht mit Basic oder Formbase gehen. Dafür, wenn ich sowas will, müsste ich über Radius zu Azure gehen und dann habe ich halt auch die Formbase-Option. Supi, Toni, danke, dass du das noch erwähnt hast. Also der Toni, gerade, das war jetzt die Frage vom Andreas wegen Extended Protection. Also hier, Toni, bei uns hier gerade mit im Webinar, bei denen läuft das mit Extended Protection und ESP für Ova, ne? Also das funktioniert durchaus. Gut. Das also immer zu den clientseitigen Authentifizierungsprovidern. Dann habt ihr die Möglichkeit, natürlich auch für eure SSO-Domäne Sicherheitsfelder zu setzen. Ihr könnt also das integrierte Logsystem nehmen, wenn also ein User sich x-mal, hier in dem Beispiel sind es dreimal, innerhalb eines bestimmten Zeitraums, den könnt ihr auch frei wählen, Default wäre jetzt 60 Sekunden. Wenn sich also jemand innerhalb von 60 Sekunden dreimal falsch einloggt, dann wird er im Load Balancer gesperrt und alle Anfragen, die weiterkommen, würden dann nicht mehr ans AD geschickt, damit der User bei euch im AD nicht gesperrt wird. Macht ja Sinn. Nach einer Zeit X, hier ist es jetzt eine halbe Stunde, würden die Leute automatisch wieder entsperrt werden im Load Balancer und können dann wieder versuchen.
hat natürlich dann den wunderschönen Beigeschmack, dass Brute Force-Attacken nicht mein AD blockieren und euer User, der eventuell mit einem Mobile-Gerät, sage ich mal, über Active Sync sich hierüber einloggt, der kann weiterhin über seinen Computer eingeloggt bleiben, weil das AD nicht gesperrt wird. Ne? Wäre ja schlimm, wenn nachher der ganze Account gesperrt ist und der nicht mehr arbeiten kann. Das ist ja blöd heutzutage. Also hier an der Stelle schon schön, wenn dann das Handy mit dem User geblockt wird von außen, aber der Laptop natürlich weiterhin am Laufen ist, weil der AD-Account offen bleibt. Schon eine schöne Sache. Ihr könnt auch verschiedene Session-Timeouts wählen für Public und für Private. Einige von euch haben das vielleicht mitgekriegt. Bei diesen Form-Based-Formen hat man die Möglichkeit, zwischen Public und Private zu entscheiden. Diese Entscheidung ist quasi, wie lange meine Session-Cookie quasi am Leben ist. Ob ich dann eine Max-Duration habe und jemand nach einer X-Zeit automatisch rausschmeiße oder ob ich einen Idle-Timeout setze. Wenn der natürlich gleich ist, dann bringt mir die Unterscheidung zwischen aktiv und passiv nichts. Oder sorry, zwischen Public und Private nichts. Aber wenn ich hier unterschiedliche Zeiten eintrage, dann ist die Unterscheidung durchaus sinnvoll. Und je nachdem, ob der Client jetzt Public oder Private auswählt, könnten da entsprechende Laufzeiten für seinen Autorisierungs-Cookie bei rauskommen. Wem das egal ist, der kann ja in der Form-Based Form, im Service entsprechend diese Public-Private-Frage rausnehmen. Und damit wird generell immer von Public ausgegangen. So, Client-Autorisierungsmöglichkeiten. Wir haben ja eben schon mit den Providern gesprochen, also die Möglichkeiten, die ich jetzt in meinem Service habe. Ich kann sagen, der geht zu Server. Das heißt, der Server macht die ganze Authentifizierung, aber wir gucken noch immer nach dem Host und der Directory. Und wenn ich das auf dem Hauptservice anschalte, sehe ich natürlich auch die User Access und sehe die Directories, die aufgerufen worden sind. Schon eine schöne Sache. Innerhalb eines Sub-VS sehe ich das jetzt gerade noch nicht. Das ist ein Bug, der soll in der Version 61 gefixt werden. Ich warte ja schon sehnsüchtig drauf, aber ein anderes Thema. Dann haben wir die Möglichkeit mit Basic, mit Form-Based, mit einem Client-Zertifikat, NTLM-SAML, OIDC oder einem Passpost zu kommen. Passpost kam jetzt mit der ganzen Citrix-Storefront-Geschichte mit dazu, habe ich jetzt aber so live noch gar nicht so oft gesehen, aber ich glaube, bei einem Citrix-Template ist das mit drin, dass da ein Passpost gemacht werden kann. So, und je nachdem, was halt in meiner VIP oder Sub-VS drin steht, die Autorisierungsmethode gilt dann entsprechend. So, hier kam mal noch eine Frage, Sekunde. Ist mein Verständnis korrekt, dass die Smart Lockout nur funktioniert, wenn die Grenzwerte am Camp geringer sind als im AD? Ja, das macht ja Sinn an der Stelle. Also der Camp Jürgen, der muss natürlich reagieren, bevor das AD reagiert. Wenn das AD zumacht, dann kann der Camp auch nichts mehr authentifizieren. Also es macht schon Sinn, den Camp schärfer einzustellen als euer AD. Sonst wird das AD ja doch blockiert. Das wollen wir ja nicht, ne? Also ja, Verständnis ist richtig. Der Camp muss von seinen Grenzwerten kleiner sein als das AD, sonst wird das AD ja vorher blockiert und davon hat ja keiner was. Kadir, da ist eine Frage, sollte man Basic heutzutage noch benutzen oder gilt das als unsicher? Das kommt jetzt auf deine Applikation an, Kadir. Also es gibt ja noch Applikationen, die Basic benutzen. Fangen wir mal ganz simpel an. Active Sync. Die meisten Active Sync Clients sind zu dumm, was anderes zu benutzen als Basic Authentifizierung. Die schicken halt generell einen Basic Header mit. Ne? Das ist also so. Du hast also noch Applikationen, die das brauchen und daher ist das natürlich da. Inwieweit das jetzt Sinn macht, das muss man natürlich entsprechend überlegen. Aber da du ja vorne deine TLS-Version setzt, so wie der Andreas das jetzt gerade geschrieben hat, wenn ich da TLS 1.2 oder 1.3 davor mache, dann ist das durchaus noch eine akzeptable Geschichte. Gut. Das sind also die Optionen, wie ich quasi kleinzeitig mich erstmal authentifizieren kann. Je nachdem, für was für eine Option ich mich entscheide, habe ich dann natürlich verschiedene Server-Optionen, die ich dann auch nutzen kann. Also keine Basic, Form-Based, Kerberos oder Server-Token, was jetzt auch mit Citrix dazu gekommen ist. Jetzt muss man natürlich sehen, ihr seht das hier, das sind Sachen ausgegraut. Nicht jede Client-Autorisierungsmethode erlaubt mir alle Server-Methoden. Das ist also begrenzt. Also wenn ich zum Beispiel vorne mit NTLM komme, dann kann ich nicht erwarten, nach hinten mit Basic oder Formbase weiterzugehen. Denn
ich habe Passwort und Username in der Kombination nie bekommen als Load Balancer. Kann ich also nach hinten nicht ausfüllen, ist nicht möglich. Da habe ich nur None oder Kerberos als Option. Ja, also nur als Beispiel. Dasselbe gilt für Client-Zertifikate oder für SAML bzw. OIDC. Da kann ich nach hinten entweder mit None oder mit Kerberos nach hinten. Ich kann die anderen Optionen nicht benutzen. Ich habe euch mal, das ist aber schon, war eine ganz alte KBase, wo das mal drin stand. Da wurde das mal so zusammengezählt. Also wenn ich mit Delegated Server vorne bin, gehe ich nach hinten mit nichts weiter, weil der Server das ja selber macht. Ich checke nur Hostname und Directory und habe meine Logs, was na, macht ja Sinn. Wenn ich mit Basic komme, kann ich auch nur mit Basic nach hinten gehen. Wenn ich mit Form-Based komme, dann habe ich viele Optionen, keine Form-Based, Kerberos oder Basic. Mit NTLM komme ich nur mit keine oder Kerberos nach hinten weiter. Bei Client-Zertifikaten generell Kerberos, bei SAML auch keine oder Kerberos. Das sind die Optionen, um nach hinten zu gehen. Gleiches wie bei SAML, für OIDC trifft dasselbe zu Kerberos oder keine. Ja, zu den Login-Geschichten. Ich habe User Access Logs, Security Logs, Connection Logs. Connection heißt einfach nur, der Client hat über DVIP eine Verbindung zu dem Server aufgebaut und ne, mehr sieht man da drinnen nicht. Ist nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Also mein Log ist es nicht. Security ist halt immer, wenn mein Autorisierungsprovider ausfällt oder jemand mit einem Hostnamen oder einer Directory kommt, die nicht erlaubt ist, dann wird das entsprechend im Security Log gemacht oder wenn wir eine IIS-Attacke annehmen oder erkennen, das steht alles im Security-Log. Und User-Access-Log ist halt, welcher Client mit welchem User hat wann auf meine VIP zugegriffen, wo wollte er hin, wann hat er sich wieder ausgeloggt, wann wurde er geblockt, weil er sich zu oft falsch eingeloggt hat, hat er Username, Passwort falsch eingegeben, muss vielleicht Username resettet werden, weil abgelaufen oder solche Geschichten, das steht alles in diesem User-Log. Persönlich mag ich das am liebsten. Ja, worauf sollte man achten? Auch eine Folie, die eigentlich alle kennen. Gerade wenn man mit Kerberos arbeitet, geht es natürlich darum, dass der DNS-Reverse-Lookup da ist, sonst wird das mit Kerberos-Ticket nichts. Die Zeitsynchronisierung ist wichtig, nichts ist schlimmer als, ihr habt ein Autorisierungstoken bekommen oder Cookie bekommen, was bereits abgelaufen ist, weil der Load-Balancer von der Zeit hinterherhängt. Das ist blöd. Also Zeitsynchronisierung sollte man da schon machen. Die Kommunikationswege zu euren Autorisierungsprovidern sollten da sein, dass ich also an das ADFS komme, wenn ich mit SAML arbeite oder dass ich an LDAP auch hinkomme und die Firewall mir da keinen Strich durch die Rechnung macht. Denn wenn ich die nicht erreiche, wird auch keiner pre-authentifiziert und dann kommt auch keiner durch. Logisch. Ja, und dann ist es natürlich auch wichtig, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie will mein Authentifizierungsprovider oder mein RIA-Server die Informationen, die mein User vorne eingegeben hat, haben. Will er das in Windows 2000 Nomination haben, mit Domain slash Username? Grausam, aber Kerberos, ne, ist so ein schönes Beispiel, macht genau das. Oder wird das mit UPN, was heutzutage der Standard eigentlich ist, wird das über UPN geschickt und nimmt er das auch an? Ne? Also das ist natürlich wichtig, denn wenn der Camp dir ein UPN nach hinten schmeißt und der Server erwartet Domain slash Username, ja dann kann das nicht wirklich funktionieren. Und das sollte man sich halt mit im Auge behalten. So, und wie man jetzt sieht, wollte ich mit euch eine kleine Tour machen. Wir haben jetzt noch fast eine Viertelstunde, das ist toll. Und dann können wir ja mal durch die einzelnen Authentifizierungsmethoden so ein bisschen durchhüpfen, dachte ich. Also, ne? So der Plan. Fangen wir mal mit klassisch LDAP. So, mal gucken, ob wir, jawohl, der ist noch da. Gut. Warum eigentlich nicht? Nehmen wir gleich unsere Webseite, mit der wir hier vorhin die Sub-VS gebaut haben, ja? Ich habe jetzt also einen Sub-VS, der hier in meinem magicprogressdemo.com Service ist. So. Gucken wir uns das mal an. Also das ist mein Hauptservice, Magic, so weiter. Und in meinem Sub-VS will ich jetzt ESP benutzen. Springen wir jetzt hinein und ich schalte ESP erstmal an. So, das ist jetzt Delegated Server. Kann ich euch eigentlich auch zeigen, warum eigentlich nicht.
Hier kann ich jetzt eintragen, welcher Hostname ist erlaubt. Da ich das vorne schon mit einer Regel gemacht habe, ist das hier, komme ich gar nicht mit einem anderen Hostnamen mehr rein, weil die werden ja alle umgelenkt. Könnte ich also auch eine Wildcard reinmachen mit Sternchen, Punkt, Sternchen. Aber wir machen es mal gerade. Und ich erlaube jetzt alle Directories. Ja, so. Voilà. Dann würde in unserem Aufruf jetzt erstmal gar nichts passieren. Ne? Sieht man, da ist jetzt erstmal gar nichts passiert. ESP ist mit Delegate to Server ist jetzt noch da, es ist aber nichts passiert. So, wenn ich aber sage, hier muss man mit einer anderen Directory kommen, zum Beispiel amerikanische Tastatur, ich packe jetzt da Friday rein, dann würde, weil ich jetzt mit Root komme, das nicht erlaubt sein. Und jetzt hat das ESP gegriffen und gesagt, nee, du, die Directory stimmt nicht überein, Zugriff verweigert. So geht's aber nicht. Geh weg. Ne? Ganz, ganz einfach, ganz klar. Können wir uns auch im Log wunderschön anschauen. Security Log, das ist jetzt genau das, was gegriffen hat. Muss ich mir wahrscheinlich den heutigen Tag raussuchen, 15.3. Bin ich gerade blind? Okay, machen wir es mal so. Kleiner Frechdachs. Die können doch nicht alle von heute sein, erzähl nicht. Das ist ja lustig. Vorführeffekt wieder mal. Ich bin ja total begeistert. Okay. Wir überspringen das einfach mal. Warum zeigt er mir das nicht an? Jetzt bin ich ja irritiert. Muss ich nachher nochmal testen. Okay. Das also erstmal dazu. Aber ESP hat gegriffen, das war der wichtige Teil, dass es nicht gelockt ist, ärgert mich. Nee, ist ja klar, ich bin dusselig. Tut mir leid, Jungs. Wurde in WhatsApp Gold gelockt. Mein Fehler. Logs wurden gar nicht geschrieben, weil die alle exportiert sind. So. Ich bin einfach nur dusselig. Tut mir leid. Also nochmal. Jetzt wurde es geschrieben. Jetzt sehen wir das auch in unserem Log. Ha. Gut. Verzeiht mir, es ist Freitag. Also ich bin mit der falschen Directory gekommen, die nicht erlaubt ist und die wird entsprechend auch geblockt. So, nein, Michael, ich bin nicht am Hauptservice gescheitert. Der hat kein ESP aktiviert, nur mein Subvs, aber ich habe die Logs alle exportiert zu WhatsApp Gold. Hatte ich auch im Webinar euch mal gezeigt. Habe ich seitdem nicht abgeschaltet. Daher lag's. Daran lag's. So, also entsprechend falsche Directory. So, jetzt gehen wir weiter und spielen das Spiel einfach mal weiter. Ich will jetzt eine Basic-Authentifizierung machen. Jetzt fragt er mich natürlich nach meiner Domäne. Nehmen wir jetzt unsere ganz normale Progress-Domäne. Ich ändere jetzt meine Directory hier wieder zurück, damit wir jetzt auch durchkommen. Und wenn ich das jetzt aufrufe, dann seht ihr, weil kein Basic-Header mitgeschickt wurde, kriege ich entsprechend einen Basic-Prompt zum Authentifizieren. Und erst wenn der da ist, geht die Reise auch weiter. So. Mit Basic, nur um es zu zeigen, gehe ich natürlich auch mit Basic nach hinten. Ja? Ja, dann lasst uns das doch mal machen. User 1 at progressdemo.com. Pass 1. Halt. Vergiss es. Bei mir ist jetzt alles one for all. Eigentlich.
Ah, ist korrekt. Eigentlich. Ist korrekt. So, habe ich mich wahrscheinlich vertippt beim ersten Mal. Sehen wir gleich im Log. Ich bin also von meinem Client, ne, 10, 200 gekommen und man sieht jetzt, ich habe mich auch beim Server kam jetzt der Basic Header an. Ich bin also vorne mit Basic rein und hinten mit Basic wieder raus. Dementsprechend sieht man jetzt auch, dass der Server meinen Basic Header auch bekommen hat. Gut, spielen wir die ganze Geschichte noch ein Stück weiter. Werde mal meinen Cookie hier wieder löschen. Man sieht, der User ist auch drin. Ich lösche ihn mal. Und wir spielen die ganze Geschichte jetzt weiter und gehen auf Form-Based über. So, von Basic auf Form-Based. Voilà. Hallöchen. Form-Based nach Form-Based, da wird man ja nicht so viel sehen. Wir können auch mit Basic weitergehen. Wir können auch mit Kerberos weitergehen. Also da sind jetzt verschiedenste Optionen möglich. Ja. Form-Based auf Form-Based macht ja zum Beispiel Ova meistens. Ich kann jetzt mein eigenes Image-Set wählen. Also hier ist das Standard-Image-Set. Ich kann aber auch eins wählen, was ich selber gebaut habe. Nehmen wir das Grüne jetzt hier von Progress. Und wenn ich die Seite aufrufe, kriege ich entsprechende Form, ne, wo ich was eingeben kann. Ihr seht diese Public- und Private-Computer-Geschichte. Das ist das, was ich eben meinte. Ich habe die Möglichkeit, das natürlich auch abzuschalten. Voilà. Und dann wird mir das auch nicht mehr angezeigt. Ne? Ganz, ganz simpel. Hier kann ich mich jetzt auch authentifizieren. Nehmen wir User 2 einfach mal. Und ja, da hat er meinen Redirect nicht richtig gemacht, der kleine Scheiße auf Root. Ich bin authentifiziert. Man sieht das jetzt am Cookie, LM Data Cookie. Das kam von meinem, kam entsprechend noch mit. Und hat er nach hinten weitergegeben. So, können wir uns auch im Log angucken. Beim ersten Mal im User Log. Genau. War es User 1, da habe ich mich vertippt. Habt ihr auch wunderschön mitbekommen. Beim zweiten Mal hat also das wurde denied. Beim zweiten Mal hat das gestimmt. Da bin ich auch reingekommen. Man sieht auch, wo ich hingegangen bin. Dann, dass ich meinen User entsprechend wieder gelöscht habe. Das wird gelockt. Und jetzt bin ich mit User 2 eingeloggt. Über Form-Based war die Geschichte ja. Und hat er entsprechend gelockt, worauf ich zugreife. Ne? So. Schön, schön. Ja. Oh ja, ich muss gucken, dass wir die Zeit gerade kriegen. So, das also Form-Based. Soweit alles noch straightforward und relativ einfach. Jetzt schalten wir noch einen Gang weiter. Wir wollen jetzt zum Beispiel SAML machen. Wir möchten mit SAML gegen SAML und wir wollen dann mit Kerberos nach hinten weiter. Auch wieder Hostname und Directory werden gecheckt. Alles andere soweit schick. Ich mache jetzt auch ein Kerberos-Ticket unten drunter, dass wir dann auch mit dem Kerberos-Ticket nach hinten gehen können. So, und jetzt werde ich umgeleitet durch SAML auf mein ADFS, kann mich hier natürlich einloggen, ne, wie ADFS das so macht. Komme dann mit einem Token beim Load Balancer wieder an, der hat das verifiziert und gehe dann entsprechend nach hinten. Habe einen LM Data Cookie, diesmal jetzt ein zweites, weil der Browser hat sich natürlich die Cookies gemerkt, die vorher schon da waren, logisch. Und ich bin erstmal drin. So, im Log können wir das jetzt natürlich auch nachvollziehen. Zack, der Administrator hat mit SAML entsprechend sich authentifiziert, ja, und dann entsprechend drüber sich weiter verbunden.
In den SSO-Manager-Debug-Traces sehe ich natürlich auch, dass ein Kerberos-Ticket generiert wurde. Das sieht man jetzt hier in dem User-Log nicht, aber in dem entsprechenden Security-Log sieht man das. Hier sind gerade noch zwei Fragen. Nur damit ich es nicht vergesse, ist beim Token auch FIDO 2 Passkey möglich? Bruno, die Frage habe ich bis jetzt noch nicht gebaut, muss ich dir später beantworten. Andreas, du hast auch noch eine Frage. Wir benutzen den Camp als ADFS-WAP mit ESP, Form-Based und Permitted Groups. Beim Redirect zum ADFS kommt die ADFS-Anmeldemaske, wie die Weiterleitung von Camp zum ADFS mit KCD erfolgen, damit ADFS. Moment. Wie muss ich? Andreas, damit ich das ganz genau verstehe, werde ich mit dir nochmal einen Termin machen, in der Woche vor Ostern. Nächste Woche bin ich nicht da. Dann können wir das nochmal ganz genau besprechen. Das, glaube ich, kriege ich jetzt hier ad hoc, kriege ich dir die Antwort so schnell nicht gegeben. Ich muss da komplett reindenken, was du da genau gebaut hast, damit ich dir die Anfrage richtig beantworten kann. Okay? Also deine Anfrage wird nicht vergessen. Wir machen da nochmal einen Termin zu. So. Was fehlt uns denn jetzt noch? Ach so, Radius und OIDC fehlen uns noch. Ja, natürlich. Das müssen wir natürlich noch machen. Wir haben noch 3 Minuten. Da bin ich ja jetzt hier fast on time. Sekunde. Bauen wir das auch. Also, ich möchte jetzt zum Beispiel nochmal Form-Based machen mit Radius. So. Und ja, wir gehen da hinten mit Form-Based erstmal weiter. Wir können auch mit KCD weitergehen, das ist egal. So. Ich lösche nochmal meine ganzen. Nee, brauche ich ja gar nicht, weil für Radius habe ich keine Sessions, also passt. Jetzt kommen wir wieder zu der Form-Based-Geschichte. Ich habe jetzt nur Radius drin, also Radius only, um das nochmal kurz zu zeigen. Hier ist nur ein Radius, da ist kein LDAP mit drin, das ist reiner Radius. Anfrage. Administrator und Passwort, also erste Phase. Ich frage mit Username und Passwort an. Und jetzt kommt der Radius natürlich ins Spiel. Der macht mir eine Challenge und möchte von mir jetzt noch einen Passcode haben. Und jetzt hoffe ich, dass ich mein Handy hier gerade mal entschlüsselt kriege, denn der möchte jetzt vom Google Authenticator einen Code haben. Den kriegt er auch. 979815. Oh, schön, hat nicht geklappt. Habe ich mich vertan? DigiCert? Eigentlich nicht. Ich probiere es nochmal. Kann natürlich sein, dass mein Drittanbieter-Tool, was das eigentlich abfragt, dass der ein Problem hat mit sich und der Welt. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ging ja im Prinzip, dass ihr das mal seht. Gucken wir mal rein, was ist da passiert. Ah ja, der zweite Faktor wurde abgelehnt. Kann sein, dass ich auf dem Handy ein Problem habe oder der halt ein Problem hat. Also eins von beiden. Faktor ist, mein zweiter Faktor wurde abgelehnt. Aber daran liegt es. So. Können wir mal schnell überprüfen, ob das läuft. Das läuft. Dann machen wir das noch mal sauber. Vielleicht hat er sich nur irgendwie gehabt. Wir sind ja eh fast durch, von daher ist das alles kein Problem. So. Zack. Code scan. Komm her.
Was wird jetzt hingepackt? Nach ganz unten. Okay. Probieren wir es nochmal aus. Ja, warst du eingeschlafen? Genau. Und probieren wir mal den neuen Code. Gut, also kaum macht man es richtig, war wohl mein Google Authenticator, der dann ein Problem hatte. Also jetzt bin ich mit Radius entsprechend auch drin über zwei Faktor, man sieht es hier, zwei Faktor war okay und jetzt hat er sogar das Log noch reingeschrieben, er hat mir dann sogar noch mein Kerberos-Ticket ordentlich generiert, also wunderbar. Schön. Ja, ich meine, ORDC hatten wir ja schon ein Webinar drüber, wo ich darüber das gezeigt habe. Client-Zertifikat, ja, habe ich heute jetzt auch nicht mehr geschafft, aber hatte ich auch schon mal in einem Webinar gezeigt. Von daher glaube ich, dass ihr die Infos habt. Wenn ihr da nochmal spezifisch was haben wollt, könnt ihr gerne in eurem Webinar, sorry, in der Umfrage nachher auch sagen, hey, ich habe mein eigenes Thema, wo ich Interesse habe, dann würde ich die Themen natürlich in der Zukunft nochmal mit aufgeben, dass jeder da sich was aussuchen kann. So, was haben wir jetzt hier noch? Ein paar Fragen. Gibt es eine Möglichkeit, unterschiedliche SSO-Domänen je nach LDAP-Gruppenmitgliedschaft anzusteuern? Gruppe A bekommt MFA über SMS. Also, pass auf, Peter, an und für sich ja, aber nicht in einer Single-Authentifizierung. Also du kannst natürlich auf dem Hauptservice mit LDAP, Username, Passwort abfragen, eine Gruppenmitgliedschaft an der Stelle bestimmen, kannst dann über Steering Group sagen, welche Gruppe darf in welches Sub-VS und könntest dann sagen, im Sub-VS 1 ist halt Radius Server 1 hinter, der macht irgendwas mit SMS und in Gruppe 2, Sub-VS 2 an der Stelle, ist jetzt ein Radius hinter, der macht irgendwas mit einem E-Mail-Token oder irgend sowas. Und in Gruppe 3 passiert dann quasi eine zweite, also eine andere Authentifizierung gegen Azure oder sowas. Aber dann, du musst vorne, um diese Gruppenmitgliedschaften überhaupt auseinander zu klamüsern, musst du vorne einmal Username, Passwort eingeben, damit der Camp überhaupt weiß, in welcher Gruppe ist derjenige. Also ich glaube nicht, dass das ist, was du dir gerade gewünscht hast. Also ja. Was besser ist, ist wahrscheinlich, wenn du das vom Radius machen lässt, der quasi Username und Passwort einsammelt und dann nachgelagert diese Token-Geschichte macht. Ob er dir entweder ein SMS rausschickt und du gibst die ein oder ob er dir über MFA, über die Azure dann entsprechend so ein Pop-up bringt, wo du dann dich quasi in einem Code noch bedienen kannst. Das kannst du über Radius ja alles direkt machen. Von daher macht das Sinn, einfach nur den Radius beim Camp hinten ranzuknallen und diese Unterscheidung vom Radius machen zu lassen. Ne? Dann würde das besser gehen. So, Thomas hat noch eine Frage gestellt. ESP in Kombination mit Remote Desktop Gateway. Also pass auf, ESP ist beschränkt auf alles, was Webdienste sind. Das heißt, du kannst das natürlich, wenn das über den Browser, also 443 ist, kannst du natürlich ESP davor machen, macht auch Sinn. Aber wenn du RDP über hier, so wie ich es hier vorhin gemacht habe, hier von wegen RDP und so, das ist kein Webdienst, das läuft ja über ein anderes Protokoll, das ist ein generischer Dienst, da kannst du keinen ESP machen, tut mir leider leid. Ne? Über 443 geht das, da haben wir auch Templates für und da haben wir auch einen Artikel zu, das geht. Habe ich auch schon mal demonstriert mit Parallels, glaube ich, dann, wo das mal gezeigt wurde. Gut, ja, ich bin soweit durch, hat Spaß gemacht. Sorry, dass ich die Stunde nicht erfüllt habe und ein bisschen länger gemacht habe, tut mir leid. Und ich freue mich auf eure Antworten von euren, von den Umfragethemen und damit ich dann weiß, wofür ich mich in 2 Monaten vorbereiten muss. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns.